Herzlich willkommen bei kultur.ch. In unserem heutigen Talk beschäftigen wir uns mit der Band Carmen Cresta. Das sind die drei jungen Persönlichkeiten um mich herum. Und wie die tönen, hören wir gerade bei ihrem neuen YouTube-Video. Wir sind wieder zurück, hier bei unserem heutigen Talk für kultur.ch. Die gute junge Frau kennen wir ja alle, das ist Carmen Cresta. Und die zwei Herren würden sich am besten gerade selber vorstellen. Wer bist denn du? Ich bin der Valentin Alig. Die meisten sagen mir Wally, ist auch gut so. Und darf bei Carmen Schlagzeug spielen und auch etwa ein bisschen singen. Du hast so ein bisschen speziellen Dialekt. Wo sind deine Wurzeln vergraben? Meine Wurzeln sind in Obersachsen, im tiefen Oberland. Und ja, wer sind der Walser gemeint? Da hat ein kleiner Walliser Touch in meiner Sprache. Okay, super. Und dann gehen wir gleich hier rüber. Mein Name ist Silvio Riedi, alias Silla auch genannt. Das ist auch gut so. Und ich spiele Bass bei Carmen Cresta. Was mich noch wundern würde, du hast doch einmal als Ginger Quinn eine Platte rausgegeben. Wann ist der Moment gekommen, wo du gefunden hast, mal jetzt muss ich mich nicht mehr hinter einem Pseudonym verstecken, jetzt gehe ich mit dem eigenen Namen raus? Ja, also ja, eben das mit Carpe Diem ist ja versendet und dann habe ich mir gedacht, nein, also jetzt muss etwas laufen. Und Ginger Quinn ist halt, ja, niemand hat so richtig gewusst, wie man es ausspricht und wie man es schreibt. Dann habe ich gedacht, ja, Carmen Cresta, fertig, auch zusammen. Wie ist das mit so einer Chefin zusammen arbeiten? Ja, es ist eigentlich sehr, sehr einfach und unkompliziert, weil Carmen gibt sich kein Bitz als Chefin. Sie gibt den Namen, sie ist das Zugpferd in der Band, ganz klar. Sie schreibt auch die Songs. Und ja, es ist einfach, wir kommen zusammen, wir diskutieren miteinander, welchen Song machen wir, wie spielen wir das. Und es ist eher eine Familie als da ein Bandleader und eine Band im Hintergrund. Also sehr lässig, mit ihrer Musik zu machen. Wie geht es weiter mit euch? Also habt ihr im Sinn, ein bisschen eine Tournee zu machen? Ja, also wir werden jetzt völlig den Stil wechseln und gehen auf Schlagermusik. Ziemlich hart, das sind so die nächsten Pläne. Nein, kein Zeich, wir haben das Album jetzt draussen, was eine riesige Erleichterung ist. Es war ein hartes Jahr gewesen. Diverse Gigs sind natürlich auf Plan. Sehr gerne, auch noch viel mehr. Also wir wollen wirklich auf Bühnen kommen, wir wollen Musik machen, darum sind wir zusammengekommen, darum haben wir Vollgas gegeben im letzten Jahr. Das war es vom heutigen kultur.ch Talk mit der Band Carmen Cresta. Checken Sie aus, gehen Sie live schauen, weil ich glaube, Sie hauen noch recht rein. Bis bald bei kultur.ch. So viel Kultur muss sein.